was mir hier aufgefallen ist und was ich sehr, sehr schön finde, dass die hier eigentlich von Skyrim so einen alten Drachenaltar reingepackt haben. Weil hier siehst du es ja, da ist der Drachenkopf und hier wäre jetzt normalerweise der Schriftzug, den man lernen würde. Und das finde ich echt schön, dass sie das hier mit eingebaut haben, so dass man immer noch so ein bisschen was von den vom Skyrim hat. Das finde ich echt super. So, jetzt müssen wir hier mal raus. Ich werde die Teleportrolle selbstverständlich jetzt noch nicht gleich benutzen, weil ich möchte nämlich hier gerne noch was erforschen. Mann, habe ich mich gerade verjagt. Das macht aber gute Töne hier. Egal. Wir gehen jetzt mal ganz schnell hier raus. Weil ich möchte nämlich gerne mal was überprüfen. Achso, und ich möchte übrigens auch noch meine Lernpunkte verteilen. Wir gehen jetzt hier aber erstmal raus. So, Sonnenküste. Haritara, die Sonnenküste ist da. Und jetzt machen wir mal einen auf den, den ich schon immer mal machen wollte. Einmal kurz meditieren. So. Willkommen in der meditierten Welt. So, wir sind jetzt wieder da. Ich finde das immer so schön, hier hoch zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich möchte jetzt gerne mal hier an diesem Punkt, Schatten des Windes, diese Einrichtung schaltet Schurkendisziplin frei und ich möchte gerne, dass wir halt so ein bisschen schleichen können, ein bisschen mehr. Stufe 1 freischalten. So, Stufe 1, Schatten des Windes. So, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Passende Rüstung. Die Erinnerung des Vagabund schulen euch im Umgang mit Giften und Tinkturen, sowie dem Einsatz leichter Rüstung. Uiuiui. Was haben wir hier? Geschickte Hände. Alle Schlösser sind 20% einfacher knackbar und euer Rüstungswerk steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausgerüstet habt. Wow. Adlerauge, Konzentration, Diebeslehrling. Gesellenschlösser sind unknackbar. Oh, das muss ich tatsächlich machen, damit ich die Gesellenschlösser knacken kann. Da ist ein Expertenschloss und da oben Meisterdieb. Ihr könnt nun selbst Meisterschlösser knacken, um euer Pfeil... Und eure Pfeile bringen Gegner außer den größten häufig ins Taumeln. Ui. Ich muss die Seite auf jeden Fall machen. Kehlenschnitt. Greift ihr aus Schleichen heraus an, habt ihr eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Was ist das da? Achso, das war die passende Rüstung. Also, starke Sehne. Eine Erinnerung des Gauners Verein, das effektive Führen des Bogens. Mit dem Knacken von Schlössern. Bogenschüsse richten 12% mehr Schaden an. Das müssen wir machen. So, jetzt haben wir das. Dann gehen wir jetzt hier nämlich mal ein bisschen weiter, weil ich möchte nämlich die Schlösser ein bisschen knacken können. Und das wäre blöd, wenn wir irgendwann da stehen würden und die Schlösser nicht knacken können. Ich meine, so diese Sachen hier, die können wir noch ein bisschen aufschieben. Und hier bei Magie auch. Wobei das natürlich eigentlich gut wäre, wenn wir die so allmählich alle lernen. Aber Schlösser knacken wäre schon manchmal nicht schlecht. Weil wer weiß, was wir alles in diesen Kisten finden könnten, wo wir das Schloss nicht aufbekommen, weißt du? Nee, ich habe jetzt Folgendes vor. Ich gehe jetzt hier mal die Schienen entlang, weil ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal hier gespielt habe, dass hier irgendwas war. Aber ich möchte jetzt erstmal gucken. Uiuiui. Ich dachte gerade, das geht schief. Kann ich hier hochklettern? Man weiß ja immer nicht, ob es da irgendwas gibt, ne? Weil es sind ja immer so ein paar Easter Eggs irgendwo versteckt. Da komme ich nicht hoch, oder was? Okay, hier gibt's nichts. Hätte ja klappen können. Ich speichere hier jetzt auch nochmal. Hier war gerade was. Da hinten. Das tatsächlich wäre. Das Gute ist, der Bogen bringt jetzt mehr Schaden mit sich. Puh. Voll getroffen.
Jetzt müssen wir mal ganz schnell umswitchen. Wir probieren das mal mit Axt. Upsi. Boah, die Axt ist voll gut. So, das war's dann wohl. Es waren... Nein, es waren nicht die zwei. Da müssen wir jetzt mal suchen. Die haben ein paar Groschen dabei. Und so ein bisschen die Rüstung an. Ach, von da oben kommt das. Das ist ja unfassbar. Los, geh weg. Geht doch. Und der hatte nichts Brauchbares dabei. Da muss doch noch irgendwo dieser eine sein. Wo ist der? Sie? Nee, er. Das wirst du bereuen. Ja. Los, geh sterben. Geht doch. Also die Axt, ne? Ich will es ja nicht sagen, aber ich glaube, das könnte eine meiner Lieblingswaffen werden. Weil die Schwerter bringen nicht so viel, aber die Äxte, die bringen verdammt viel Schaden bei menschlichen Charakteren zumindest. Und die haben sich hier oben niedergesetzt gehabt. Und hier gibt es tatsächlich eine Novizentruhe. Und das meinte ich damit, weil wir müssen hier wirklich die Schlösser alle knacken. Mal sehen, was da drin ist. Okay, das hat sich jetzt hier nicht so gelohnt, aber stell dir mal vor, da wäre irgendwas Wertvolles drin gewesen, wenn es jetzt nicht die 10 Groschen gewesen wären. Aber dass die sich da angesprochen gefühlt haben hier oben, finde ich schon krass. Ob es da oben was gibt? Wenn ich nicht immer so hängen würde. Irgendwie fängt jetzt das Spiel wieder an, so ein bisschen zu ruckeln. Immer wenn ich das eine gewisse Zeit spiele, fängt es ein leichtes Ruckeln an. Und es könnte wieder passieren, dass es sich dann gleich wieder aufhängt. Das war ja beim letzten Mal auch so. Gibt's hier oben irgendwas? Das würde mich jetzt nicht wundern. Ich meine, das bietet sich ja an. Tatsache, hier gibt's was. Eine Truhe. 37 Groschen. Warum eigentlich nicht? Nee, ich möchte mit euch... Was? Spiel. Was machst du denn für einen Scheiß? Mal weiter gucken. Hier gibt's ein bisschen Lavendel. Was ist das hier? Ach, das ist ein Kopf, also von der Statue. Es ruckelt hier extrem. Ich glaube, ich gehe mal wieder von diesem Berg runter. Nicht, dass sich das Spiel gleich überlegt. Edge, ich gehe gleich aus. Aber es ist ja schon mal ein Vorteil, dass wir da oben eine Kiste gefunden haben. Nee, ich möchte nämlich... Wow. Ich möchte nämlich mit euch mal... Was? Ich möchte mit euch nämlich mal da hinten hin, wo der Wasserfall ist. Weil da bin ich, glaube ich, letztes Mal auch gar nicht reingegangen. Also ich war nur kurz drin, aber wir haben nicht geguckt, was da drin ist. So, Skelett. Silberner Kerzenständer. Eisenschwert. Ich möchte gerne ein Silberschwert haben. Oh. Den habe ich durchsucht, ne? Ja. Hier ist wieder eine Kiste. Lehrling. Die kriege ich auch noch auf. Oh. Das ist abgebrochen. So. Einmal offen. Hier, gucke. Hier, das hat sich jetzt schon wieder gelohnt. 5 Groschen, Frostschutztrank, Gift des Leidens, Schockschutztrank und dann hier die Kerzenstänge. Aber die Kerzenständer sind jetzt nicht so, wo ich sage, hey, voll gut und so.
Ist da was? Ne, das täuscht gerade. Hier gibt es auf jeden Fall vom Lebensfluss. Ne, Heilwurz, Entschuldigung. Ich habe irgendwie gerade was mit Lebensfluss im Kopf gehabt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier hinter ist. Na, das ist ein Piratenversteck. Uiuiui. Ich glaube, das haben wir uns letztes Mal nicht angeguckt. Oder doch? Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass ich hier richtig drinne war. Deswegen, wir gucken uns jetzt hier mal um. Auch wenn es wahrscheinlich unseren Tod bedeutet. Aber deswegen werden wir uns hier ein bisschen anschleichen. Und ich werde den Bogen nehmen. Es könnte sein, dass hier irgendwo wer rumläuft. Ich glaube, ich gehe doch lieber in die Ego-Perspektive. Da habe ich nämlich die bessere Einsicht. Da oben ist jemand. Aber mit den Pfeilen habe ich immer das Problem, ich kriege die einfach nicht zu Fall. Beziehungsweise, ich könnte ja mal gucken, habe ich Stahlpfeile? Ja, Tatsache. Nehmen wir doch mal lieber die Stahlpfeile. Die machen nämlich gleich ein bisschen mehr Schaden. Wenn ich präziser schieße. Da ist auch jemand. Jetzt ist die Frage, wen schieße ich ab? Vielleicht kriegt der das auch gar nicht mit. Wobei ich könnte mir vorstellen, der bekommt es eher mit. Ui. Ich habe gerade ein Ablenkungsmanöver gestartet. Versteckt. Ich habe gerade ein bisschen daneben geschossen. Das war gerade ein bisschen doof. Was passiert eigentlich, wenn ich ins Wasser gehe? Ich komme dann nicht mehr raus. Das ist ein sehr großes... Naja, geht. Es sind, glaube ich, nur die zwei, oder? Da sind auf jeden Fall Kisten. Getroffen. Ach du Scheiße. Es sind nur die zwei. Jetzt weiß ich erstmal, dass es viel, viel mehr sind. Ich hänge ein bisschen. Upsi. Das wird nicht so ganz so leicht sein. Also es hat zwar ganz schön... Es hat zwar wohl irgendwo Leben abgezogen, aber so viel hat es leider nicht abgezogen. Was ist das da für einer? Es könnte der Haupt... Also der Hauptpirat sein, der Captain. Sie gehen zumindest wieder an ihre Stellen zurück. Wenn ich das öfters mache, könnte es gehen. Und jetzt klingelt mein Telefon. Das ist echt ärgerlich. Ich bin sofort wieder da. So, einmal wieder da. Das Telefon hat mich jetzt vollkommen rausgerissen. Weißt du? Das ist hier so eine Atmosphäre und dann klingelt das Telefon. Das Telefon. Egal. Ich werde mal versuchen, hier irgendwie... Das geht. Das geht tatsächlich. Was ist da drin? Ui. Armseliger Seelenstein. Her damit. Und dann haben wir noch einen mit gefüllt und gering. Was? Geringer? Seele. Das ist also eine ganz kleine. Dann haben wir hier noch 13 Einzelteile. Nehme ich mit. Ein paar Groschen und Federn. Hier waren mal wieder Federn drin. Ich frage mich, was man mit Federn machen kann. Gift der Magie. Lösung. Apropos,
Ich könnte doch mal ein Gift nehmen. Und die da hinten abschießen. Wenn sie dann tot umkippt, dann weiß ich, dass ich es richtig gemacht habe. Aber ich will mal trotzdem gerade die Federn probieren. Mana schädigen. Oh. Naja, zum Glück ist das immer nur so ein kleines. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was ich so an Gift habe. Entzieht 3 Punkte Lebensenergie für 3 Sekunden. Spinnengift. Ein Spinnengift, das einen Schaden von 2 Punkte Lebensenergie und ebenso viel Ausdauer für 4 Sekunden verursachtet. Das sind 4 Sekunden. 2, 4, 6. 3, 6, 9. Das sind hier 9. Wollen wir mal gucken. Oh. Wollen wir mal kurz ins Wasser springen? Es hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Leider nicht so viel, wie ich mir das erhofft habe. Aber es hat ein bisschen was gebracht. Das ist nämlich hier diese ganze große Problematik. Los, ich will hier raus. Das ist sie. So, jetzt will ich nochmal kurz so einen Trank trinken. Weißt du, wir benutzen ja sonst nie Tränke. Das ist jetzt echt mal so eine ganz große Premiere, die ich hier habe. Scheiße, ich hab daneben geschossen. Fast tot. Sie haben mich immer noch nicht gesehen. Oh oh. Eine ist wirklich fast tot. Die schreit schon nach Gnade. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn da jetzt die eine hin? Das ist ganz gut, dass die da ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt mit dem Kettenblitz anfange. Aber es ist die beste Alternative, die ich habe. Okay, es hat keiner bemerkt. Finde ich richtig gut. Und der Blitz, der hat die richtig aus dem Latschen kippen lassen. So. Jetzt nehme ich mal wieder die Eisenpfeile. Achso, das hätte ich jetzt über das Menü hier machen können. Nehmen wir jetzt mal wieder die Eisenpfeile. Weil eine ist nämlich gleich tot. Und ich muss sie finden. Also ich habe auf jeden Fall eine Chance. Da ist sie. Zielen. Schuss. So. Schön tot auf jeden Fall. Das hat keiner mitgekriegt. Wobei ja eigentlich schon. Jetzt haben wir schon 2 aus dem Rennen. Also wir machen das jetzt hier so ein bisschen wie bei Thief, dass wir sie nach und nach alle ausschalten. Weil es geht nämlich nicht anders.
Sonst sind wir nämlich schneller tot, als wir tot sind halt, ne? Fum! So, jetzt mal schnell den Blitz wieder umändern. Scheiße. Nein! Boah. Also diese Blitze, ich bin echter Fan davon. Ich komme jetzt nur wieder hier nicht raus. Oh, jetzt komm schon! Oh. Das ist so... Ja, los! Man hört vielleicht meine Tasten. Ich komme hier nicht raus. Jetzt. Boah, ey. Das ist aber auch ein Krampf, hier mal rauszukommen. Der Bogen liegt hier. So, was hatte der denn so alles dabei? Ein paar Pfeile. Enderischer Groschen. So. Jetzt wollen wir mal weiterschleichen. Ich weiß, es leben noch. Ich glaube, zwei müssten noch leben. Und das ist einer davon, der Boss. Bossgegner, 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 Bossgegner. Ich finde das immer gut. Wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Hier unten könnte ich auch lang schleichen. Hier ist ein Pfeil von meinen, die ich nicht einsammeln kann. Voll traurig. Und hier müsste eigentlich die andere Leiche liegen. Ah ja, sie ist hier runtergefallen. Fällt auch gar nicht auf. Spitzer Stahlpfeil. Oh! Ist ja schön und gut. Bams! Boah, voll weggeflogen. Der wollte mich mit einer Eisenaxt vernichten. Mit der Kriegsaxt. Aber er hat es nicht geschafft. Ey, hier kann man echt gut leveln, das muss ich schon mal sagen. Aber den habe ich auch echt nicht gesehen. Ist hier denn noch einer? Es muss eigentlich noch einer leben. Aber dass der das nicht mitgekriegt hat, eine Etage weiter oben, das wundert mich so ein bisschen. Oh, hier ist eine Truhe. Hier kriege ich zwar nasse Füße, aber ist egal. Ist hier vielleicht hinter dem... Hinter dem Wasserfall noch was. Tatsache! Dieser alte Trick mit dem Wasserfall. Ich finde ihn immer wieder so schön. So. Dann auch das Schloss geknackt. Was haben wir denn drin? Ring der Ausdauer. Erhöht Ausdauer um 10 Punkte. Ring des Lichts. Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Sehr gut. Ist hier noch eine Schatulle oder sowas? Da ist ja noch ein Wasserfall. Vielleicht ist da ja auch noch was. Oder vielleicht ist hier auch noch was auf dem Schiff. Natürlich ist da noch was drauf. Groschen, 18 Stück. Ist noch was da? Ich meine nicht, dass ich irgendwie total, ich sag mal, ein einnehmendes Wesen hätte, aber... Naja, die haben es ja auch geklaut. Davon mal ab. Die werden jetzt bestraft dafür, dass sie es geklaut haben. Weil ich jetzt so, mich sozusagen einmische. Ist da noch irgendwas? Das sieht so aus, als ob ich da hoch könnte. Oh. Hier krieg ich sogar Eisenherz. Oh, oh. Ich hoffe, ich kann das alles mitschleppen. Hm, Moment, geht's noch. Ja, es geht tatsächlich. Hier geht's in eine Ecke, wo nichts ist. Komme ich da denn hoch? Schade. Oh, oh, jetzt hänge ich hier. Nein! Nein. Ich hasse solche Stellen, wo man hängt. Leute,
Ich hänge. Das ist jetzt aber echt nicht gut. Hallo? Hä? Das gibt's doch nicht. An so einer blöden Stelle hängt man jetzt. Weißt du was? Ich versuche mich mal kurz hier raus oder rein quasi. Es muss doch was bewirken. Das gibt es nicht. Und dann, hä? Ich drück noch nicht mal M. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt es echt nicht. Wieso kann man denn nicht springen bei sowas? Das verstehe ich immer nicht. Wäre ich hier mal niemals hingegangen. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich gespeichert habe. Wo habe ich ihn gespeichert? Oh nein. Super. Super. Wirklich. Achso, den habe ich hier schon vernichtet. Wo liegt er denn? Ah, da liegt er. Jetzt muss ich trotzdem... Oh. Seufz. Also nochmal. Die Groschen nehmen. Dann hier rüber. Dann hier hoch. Mal eben gerade das Schloss knacken. Ja, diesmal verbrauche ich einen Dietrich. Das ist ja schon mal sehr schön. Ganz erfreulich. Es sind auch die gleichen Sachen drin. Das ist schon mal super. Und dann muss ich hier noch in dem Schiff was plündern. Da. Okay. Dann machen wir jetzt hier mal... Gehen wir mal in diese Richtung weiter. Dass man da einfach irgendwo hängen bleibt, ne? Das ist immer so ein bisschen unverständlich. So. Dann wollen wir mal gucken. Hütte der Zuflucht. Nein, ich kann da rein. Der Marsch des Propheten, da war was. Alter! Der hieß sogar... Galat hieß der junge Mann. Das war jetzt natürlich, nicht so geplant. Rolle der Wasseratmung. Nehme ich mit. Dann sind hier ein paar Groschen. Ranziger Genesungstrank. Nehme Geldbeutel, wo 13 Münzen drin waren. Eine Flöte. Ein gebratener... Hahn, wollte ich schon sagen. Nehme einen Topf. Nehme ich auch. So. Was haben wir denn da im Schrank? Ein Hobel. No, den möchte ich nicht. Was hat er denn da noch liegen? Lese Notiz. Ach du meine Güte. Werter Colt Drag. Ich bitte darum, dass wir schleunigst Mannschaften schicken, um die erbeuteten Waren aus der Zuflucht zu schaffen. Dieser alte Erststollen eignet sich zwar ideal als Versteck für das Schiff, mit dem wir die Überfälle auf die Handelsschiffe ausführen, die arg ansteuern. Allerdings ist das Versteck wegen der gelegten Lorenstrecke auch recht auffällig. Wenn die Stahlkrabben Wind davon bekommen, können wir die Waren nicht mehr sichern. Mhm. Nehme Feder. Nehme ich mit, Tintenfass nehme ich auch mit. Oh je, hier ist eine Kiste. Also diese Zuflucht hier ist irgendwie etwas gefährdet. Das ist schon mal gut. Armseliger Seelenstein. Und hier ist echt was drin. Dann ist hier noch ein Frostschutztrank. Mana-Trank ranzig. Eine Rolle der Seelenfalle. Und Schockschutztrank. So, was hat er denn dabei? Alter Schwede. Enderalischer Groschen. Eine Fackel. Eine Tomate. Was ist das denn? Einhandangriffe verursachen 3% mehr Schaden. Leben regenerieren 6 Punkte schnell. Muss ich nehmen. Was hat er noch? Fäuste der Vielgereisten. Bögen verursachen 5% mehr Schaden. Verbessert leichte Rüstung um 3 Punkte. Boah, voll gut. Was ist das hier? Absorbiert 3 Punkte Lebensenergie. Da kriege ich sogar noch Leben, wenn ich dann jemanden angreife. Her damit. Das müssen wir vielleicht nur irgendwann mal dann reparieren. So als Waffe, weißt du? Ach, hier ist noch ein Mana-Trank. Gibt's denn hier sonst noch was? Achso, da ist nichts drin.
Das hat sich ja schon mal echt gelohnt, hier reinzugehen. Und der hat hier noch ein paar Zutaten. Die nehme ich auch gerne mit. Friedenskraut. Kann ich denn eigentlich kochen? Ja, gebratener Lachs könnte ich machen. Weil ich Salz und Lachsfleisch habe. Aber den Rest kann ich nicht machen. Da fehlen mir noch Kohl, Kartoffeln und Lauch. Aber hier, den Lachs könnte ich mal machen. So, ich habe jetzt mal einen davon gemacht, weil das Problem ist nämlich, dass ich dann das Salz auch noch verbrauche. Das wäre ein bisschen schlecht. Einzelteile nehme ich auch mit. Weil die Einzelteile können wir immer gebrauchen. Dann gehen wir jetzt hier mal wieder raus. Lag da noch was? Nee, das war ein Trinkkelch. Den hätte ich mitnehmen können, muss ich aber nicht. Ah ja, hier ist eine Werkbank. Kann ich diese Werkbank eigentlich benutzen? Eisenhandschuhe. Eiserner Schild. Verbessern. Wieso kann ich denn nicht? Rüstung schmieden wählt ein Gegenstand zur Verbesserung aus. Euer Talent ist nicht gut genug. Und ich höre hier welche sprechen. Oder jemanden sprechen. Sagen wir es mal so. Ist der unten oder ist der eher oben? Sprich nochmal. Da geht's tatsächlich noch. Das muss ich mal kurz nehmen. Ein bisschen geheilt hat mich das jetzt. Natürlich. So. Also ich bin mit dem Zauber echt zufrieden. Was sagt ihr dazu? So. Gibt's denn hier noch was? Eine Truhe. Oh, ich muss so langsam meine Aufnahmepäuschen machen, weil so langsam erreiche ich eine Uhrzeit, die ich nicht überschreiten wollte eigentlich. Aber wir sind ja hier sowieso gleich durch. Hoffe ich. Ist ja denn, es gibt ja noch so viel wie zum Beispiel hier eine Lehrlingstruhe. Scheibenkleister. Ja. Nein, es ist hier. Na, dann müssen wir das so machen. Yippie, jetzt ist sie offen. Was sind da drin? Eisenpfeile. Einzelteile, zwei Stück. Genesungstrank und Salz. Es ist hier schon ein bisschen komisch. Hier könnte ich jetzt auch noch weiter. Da unten ist noch eine Truhe. Ach, du Schande. Hier ist eine Truhe. Was haben wir denn da? Feuerschutztrank und Mana-Flusstrank. Jetzt habe ich zu viel im Inventar. Natürlich. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Hier. Einmal Eisenhandschuh. Brauche ich eh nicht. Ich habe schon wieder viel zu viel in meinem Inventar. Das ist leider immer mein ganz großes Problem bei solchen Spielen. Eisenerz. Oh, das wird doch wieder viel zu schwer. Huch, was habe ich jetzt weggeschmissen? Ja, natürlich. Schmeißen wir den Trank weg. Nein. Hier, sowas wie das. Das kann raus. Habe ich noch irgendwas, was ich irgendwie nicht brauche? Jetzt muss ich langsam echt aufpassen. Was haben wir hier? Eisenerz. Nein, das Eisenerz nehme ich jetzt wirklich nicht mit. Sonst habe ich nämlich wirklich das Problem. Ich gucke jetzt nochmal, wo es da oben hingeht. Ob es da überhaupt irgendwo hingeht. Nicht, dass mich das Spiel wieder verarscht und ich irgendwo hängen bleibe. Ah, hier ist noch eine Truhe. 16 Groschen. Aber ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Puh. Wir haben es tatsächlich geschafft, diese Piratenhöhle hier auszunehmen. Boah, voll gut. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch irgendwas übersehen habe. Doch, hier ist so viel Eisenerz. Hier gibt es einfach so viel Eisenerz. Aber ich kann leider nichts mehr mitnehmen, sonst habe ich nämlich irgendwann ein Problem. Hier ist noch eine Truhe. Die hätte ich noch übersehen, wenn ich hier nicht lang gegangen wäre. Armseliger Seelenstein und ein bisschen Salz. Okay. Freunde der Nacht, was ist denn... Das möchte ich mal kurz benutzen.
weil ich es gerade so cool finde. Ich glaube, ich hätte die locken können. Und dann hätte ich hier tatsächlich mit dem Ding schießen können. Ich kann damit aber nicht schießen. Finde ich gerade ein bisschen schade. Das wäre es jetzt noch gewesen. So. Dann laufen wir jetzt mal hinaus in die Freiheit. Und hier gibt es noch mehr Eisen. Oh Mann. Was ist... Moment mal. Wenn ich hier rüber laufe... Geil. Dann schießt das Ding einfach mal. Gut, jetzt haben wir alles mitgenommen aus der Höhle. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann gehen wir jetzt raus. So. Nach Sonnenküste. Und weil es jetzt schon so lange ist, dass wir aufnehmen, ich glaube, ich habe über 2 Stunden... Uiuiui. Über 2 Stunden habe ich aufgenommen. 2 Stunden 15 würde ich jetzt mal schätzen. Oder 2 Stunden 10, weil ja kurzzeitig mal eine kurze Pause war. Wegen Telefonat und so. Und das ist hier eine super gute Stelle. Warte mal, das werde ich mir mal kurz noch nehmen. Ja, vollkommen geheilt. Nee, das ist hier eine super Stelle, um hier ein Aufnahmepäuschen zu machen. Ich muss mich nur irgendwie so hinstellen, dass mich da nichts stört. So, das ist doch eine super Stelle, um hier Feierabend zu machen mit diesem Wasserfall im Hintergrund. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wieder fürs dabei sein. Und ich freue mich auch, dass ihr so aktiv in den Kommentaren seid. Ich habe nämlich mal so in der letzten Zeit so geguckt, was eigentlich auf meinem Channel los ist. Und es ist wirklich immer noch was los. Und ich freue mich, dass Enderal bei euch auch so gut ankommt. Und dass wir jetzt halbe Stunden Folgen machen. Das sorgt natürlich dafür, dass wir hier etwas schneller vorankommen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und tschüss.